Im Hessischen Landtag sitzen die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes, die Abgeordneten. Wer einen Sitz im Landtag bekommt, bestimmen die hessischen Wählerinnen und Wähler bei den Landtagswahlen. Die Sitze werden nach dem Zwei-Stimmen-Wahlsystem vergeben. Die Hälfte der Sitze wird mit Abgeordneten aus den einzelnen Wahlkreisen besetzt. Hessen hat 55 Wahlkreise. Aus jedem Wahlkreis wird die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen entsandt. Jeder Wahlkreis ist also mit einem oder einer Abgeordneten im Landtag vertreten. Die andere Hälfte der Sitze wird mit Abgeordneten aus den Parteien besetzt. Jede Partei legt vor den Wahlen auf einer Liste fest, wen sie in den Landtag schicken möchte. Diese Listen nennt man Landeslisten. Aus der Anzahl der Stimmen, die eine Partei bei den Wahlen erhält, wird die Zahl der Sitze errechnet, die ihr im Landtag zusteht. Eine Hälfte der Abgeordneten wird also über die Landeslisten der Parteien in den Landtag gewählt. Die andere Hälfte wird in den Wahlkreisen direkt gewählt. Deshalb hat jede und jeder Wahlberechtigte in Hessen zwei Stimmen. Eine Wahlkreisstimme und eine Landesstimme. Manchmal werden diese auch Erst- und Zweitstimme genannt. So funktioniert das Zwei-Stimmen-Wahlsystem.